muss ein wiedergeborener Christ aktiv die Errettung festhalten, um gerettet zu werden? Muss er aktiv das Heil Gottes, die Errettung festhalten, um nicht wieder verloren zu gehen? Was bedeutet festhalten im Hebräer 3, Vers 6 und 14? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Um diese Verse im Hebräer 3 besser zu verstehen, muss man den Kontext des Hebräerbriefes verstehen. Schau dir dazu die unten verlinkten Videos an. Der Hebräerbrief wurde an die Hebräer gerichtet. Das waren also Juden, die sich zum Herrn Jesus Christus bekehrten, die durch eine geistliche Neugeburt wiedergeborene Christen wurden. Unter den Hebräern gab es aber offensichtlich auch Juden, die waren zwar erweckt, erleuchtet, überführt, aber nicht bekehrt. Das heißt, sie haben zwar erkannt, dass sie Jesus Christus brauchen, um gerettet zu werden. Sie haben erkannt, dass Christus der wahre Messias ist und das Judentum ablöst, aber sie haben sich trotzdem nicht bekehrt, zum Beispiel aus Angst vor Verfolgung. Wenn ein solcher erweckte, überführte Jude sich dem Christentum wieder abwandte und sich hinwandte zum Judentum, den christlichen Glauben mit den Füßen getreten hat, obwohl er erkannt hat, dass Christus der Erretter ist, dann wird dies im Hebräerbrief als Abfall bezeichnet. Nun, was bedeutet nun festhalten in Hebräer 3, Vers 6 und 14? In diesem Kapitel, Vers 6, geht es um das Haus Gottes. Wir sind das Haus Gottes. Das Haus Gottes sind alle wiedergeborenen Christen und um die Genossen des Christus. Auch jeder wiedergeborene Christ ist ein Genosse des Christus und hat Anteil, ist ein Teil des Hauses Gottes. Zugehörig zu diesem Haus Gottes wird man nicht durch das Festhalten. Das Festhalten ist nicht eine Voraussetzung, um ein Teil des Hauses Gottes zu werden oder um ein Genosse des Christus zu werden, sondern die geistliche Neugeburt durch den Glauben an Christus, das ist Voraussetzung, um ein Teil des Hauses Gottes zu werden, um ein wiedergeborener Christ zu werden. Und was bedeutet nun festhalten? Es geht hier bei diesem Festhalten gar nicht um das Festhalten des Heils oder der Errettung oder Festhalten des Christus, sondern es geht hier um das Festhalten der Zuversicht, der Hoffnung auf Christus. Und dieses Festhalten ist ein Echtheitsbeweis, ein Unterscheidungskriterium, mit dem äußerlich unterschieden wird und bewiesen wird, wer ist ein wahres Kind Gottes, wiedergeborener Christ, und wer ist nur ein überführter, aber nicht bekehrter Mitläufer, also ein Namenschrist, ein Mensch, der zwar ein christliches Bekenntnis hat, aber nicht wirklich wiedergeboren ist. Dies wird unterschieden anhand eines äußerlichen, sichtbaren Unterscheidungskriteriums des Festhaltens. Das heißt, wenn ein Mensch an die Hoffnung auf Christus festhält, dann wird damit deutlich, dass er ein wiedergeborener Christ ist. Damit wird bewiesen, dass er ein wiedergeborener Christ ist. Und im Umkehrschluss heißt es, wenn ein Mensch eben nicht bis zum Ende festhält an die Hoffnung auf Christus, an die Zuversicht auf Christus, sondern diese verwirft, ablehnt, mit den Füßen tritt, dann wird auch dadurch deutlich bewiesen, dass er nie ein wiedergeborenes Kind Gottes war, sondern nur ein äußerlicher Mitläufer, vielleicht erweckt, überführt, aber nie bekehrt. Diese Unterscheidung wird deutlich anhand des Festhaltens. Also, wer festhält, ist ein wiedergeborenes Kind Gottes und jedes wiedergeborene Kind Gottes hält fest bis zum Ende. Und wer eben nicht festhält, macht deutlich, dass er nie eine geistliche Neugeburt hat, nie ein wahres Kind Gottes war. Festhalten bis zum Ende kann bedeuten bis zum Ende der Drangsal, bis zum Ende der Verfolgung. Denn durch die Verfolgung haben viele erweckte Juden das Christentum wieder mit den Füßen getreten und haben sich dem Judentum zugewandt. Bis zum Ende kann bedeuten das persönliche Ableben oder eben die Wiederkunft Christi, je nachdem, welchen Aspekt man hier hervorheben will. Entscheidend ist eben, dass dieses Festhalten nicht Zugang schafft zum Haus Gottes, Zugehörigkeit schafft zum Haus Gottes, sondern nur der Glauben an Christus und dass dieses Festhalten auch nicht die Errettung oder das Heil absichert, sondern es ist ein äußerliches Merkmal, ein Beweiskriterium, um zu unterscheiden, wer eben nicht festhält, war nicht echt und wer aber festhält bis zum Ende, war wirklich ein wiedergeborenes Kind Gottes. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen,
diese Verse besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.